Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica, einer weiteren Folge. Ja, wir haben ein Problem. Unsere Base ist voll mit Wasser. Und ich würde tatsächlich nochmal einmal hier das Glasding bauen, was wir hier dran hatten. Das war ganz cool eigentlich. Nein, hör auf damit. Das, baue ich mal hier dran. Ja, da sieht man's. Wir müssen die Hülle verstärken. Dazu brauchen wir Lithium. Lithium gibt es wohl auch in Höhlensystemen etc. pp. Habe ich jetzt gelesen. Ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen. Bei der Wikipedia von Subnautica. Weil sonst wäre ich hier, glaube ich, völlig lost. Und es gibt Lithiumgesteine auch. Die müssen wir aber erstmal finden. Das heißt, ich würde mich erstmal so ein bisschen auf Suche begeben nach Lithium. Ja, ja. Beziehungsweise, wir können ja mal gucken, ob wir uns eine größere Sauerstoffflasche bauen können. Wir haben ja Glas jetzt, ne? Weil das können wir uns ja bestimmt bauen und herstellen, oder? Das wäre ja jetzt nicht so das Problem. So. Können wir uns wahrscheinlich auch hier drin machen. Hier mal Titan und einmal die Standard-Sauerstoffflasche und Silbererz. Haben wir das alles? Zweimal Titan. Haben wir. Silbererz. Glas und doch müsste gehen. Ah, wir müssen erst eine normale bauen. Okay, alles klar. Und jetzt brauchen wir nochmal Titan. Warte. So. Warum kriegen wir denn jetzt hier mal Sauerstoff? Wir haben hier unendlich Sauerstoff. Ich weiß nicht, warum es hier... Keine Ahnung. Egal. Pass auf. Ach, viermal Titan. Wir haben dreimal. Entschuldigung. So, jetzt aber. Wir haben 75 Titan. 75 Sauerstoff. Und was haben wir jetzt? Bei der großen? ...135! Alter Schwede! Die Sauerstoffflasche packe ich natürlich hier rein. Kann ich es ein bisschen umändern hier alles so? Okay, der baut da... Okay, das ist aber komisch. Naja, egal. Gestein. Ja. Ja, Glas packe ich auch mal mit da rein. Wir haben nicht mehr viel Glas, ne? Wir haben alles verbraucht, glaube ich, an Glas. Aber ist nicht schlimm. Okay, pass auf. Wir müssen... Kann das sein, weil wir so ein bisschen an der Oberfläche sind? Auf jeden Fall brauchen wir Verstärkung. Das heißt, wir brauchen Lithium. Und Lithium bekommen wir auch in Höhlen, glaube ich. Wenn ich es richtig gelesen habe. Das sind auch so Gesteinablagerungen, dunkle Gesteinablagerungen. Die ich jetzt mal suchen möchte. Ich hoffe, wir finden die. Ich hoffe, wir finden die im Startgebiet. Das ist halt wichtig. Lithium. Es geht das große Gesuche los. So, das sind so dunkle Gesteine. Schauen wir mal. Hallo Fischis. Ich grüße euch. Gibt es hier vielleicht irgendwo Lithium? Boah, wie schön das hier ist. Man traut sich jetzt auch ein bisschen mehr, ne? Dadurch, dass man mehr Sauerstoff hat. Und so. Trotzdem möchte ich nichts auf Risiko gehen. Ich würde einmal auftauchen und dann nochmal gucken, dass wir vielleicht...
Kommen wir dem Schiff jetzt? Wir kommen dem Schiff näher, ne? Oh, warte mal, was liegt denn da? Was ist das denn? Können wir das scannen? Energiezelle, oha. Oh, hallo? Wir kommen dem Schiff näher, ne? Vielleicht sollten wir mal hier so ein bisschen gucken. Alter. Krass. Liegt auf jeden Fall noch Quarz rum. Frage ist, was bringt uns das, jetzt zum Schiff zu kommen? Haben wir da die Möglichkeit, irgendwas zu machen? Energieze. Ich weiß nicht, wofür die sind. Ich nehme sie mal mit. Tja, ich glaube, mit diesem Schiff werden wir, glaube ich, nicht mehr irgendwo hinfliegen. Würde ich jetzt mal behaupten. So, was haben wir denn sonst noch hier? Quarz nehme ich wieder mit, ne? Ich frage mich, ob es auch Inseln gibt. Ob wir auch irgendwo Inseln finden werden. Das wäre halt mal interessant zu wissen. Oder ob das alles nur Wasser ist. Weil ich glaube, bei dem DLC Below Zero, glaube ich, da weiß ich, da gibt es auf jeden Fall Inseln, die man wohl auch besuchen kann. Habe ich den schon gescannt? Na, der haut ab. Okay, da ist, glaube ich, nochmal eine Energiezelle drin. Ich nehme das mal alles mit, was wir haben. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Wenn man die Tagesration, das habe ich denn da gerade gesammelt. Desinfiziertes Wasser, achso. Ohne Leuchtfackel, glaube ich, war es. Aber so spannend ist das jetzt gar nicht am Schiff, finde ich. Ich hätte mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber okay. Wir müssen mal gucken wegen Lithium. Vielleicht finden wir hier ja was. Zur Not, wir haben ja auch eine Taschenlampe, ne? Kupfererz, ja, toll. Ich frage mich, warum ich mich mal selbst scannen kann. Huch. Gesund. Achso. Achso, man kann auch gucken, ob man vergiftet ist oder was. Ach du Heiliger. So, die Taschenlampe ist super, finde ich. Die bringt's. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, Film. Ich hoffe, das Spiel speichert automatisch. Das wäre halt mal ganz toll zu wissen. Quarz nehme ich mit. Aber wir brauchen Lithium. Lithium, Lithium. Oh, der Dicke ist wieder irgendwo unterwegs. Da unten gucke ich gleich mal. Vielleicht könnten wir da unten vielleicht irgendwas finden, was Lithium angeht, weil das ja ein bisschen tiefer ist. Und hinein ins Wasserchen. Vielleicht wären wir ja unten fündig. Ah, wie cool das hier unten alles aussieht. Was ist das denn hier? Achso, Salz. Okay. Titan. Ja, Titan. Ganz toll. Brauchen wir aber alles gar nicht. Wir brauchen Lithium. Wo finden wir Lithium? Spannend, spannend, spannend. Lithium kann man sich, glaube ich, so nicht herstellen. Das muss man finden.
Hatte ich ja gelesen gehabt. Oha. Boah, wie lange das dauert mit dem Auftauchen, ne? Oha. Da müssen wir auch ein bisschen Auge drauf haben, dass wir nicht zu lange unten sind. Also zu weit unten vor allen Dingen. Wir sind ganz schön weit weg von zu Hause, wenn ich das so sagen darf. Aber es ist ja auch wichtig. Ist das die Kapsel? Das könnte die Kapsel sein, oder? Die wir entdecken sollten? Ist das die? Oh, vielleicht finden wir den Gleiter jetzt, oder? Oder ist das die, wo wir waren? Das ist bestimmt die, oder? Aber erstmal Quarz mitnehmen. Datenbox öffnen. Was? Ultrafähige Oha, schwiege 5 Schwimmflossen. So, ich nehme alles mit. Was für Arme haben wir? Die haben es wohl nicht geschafft. Okay. Da liegt auch noch was. War das Rettungskapsel 6? Rettungskapsel 6? Mein Gott. Mich verschlagen schon die Worte. Die wir finden sollten? Ich weiß es gar nicht. Ich würde trotzdem da unten gleich nochmal hin rudern, wollte ich gerade sagen. Tauchen. Denn immer noch auf der Suche nach Lithium. Schwierig. Dass unsere Base jetzt vollläuft, das ist ärgerlich. Das heißt, je größer wir die Base bauen, desto mehr Verstärkung brauchen wir natürlich. In den einzelnen Segmenten. Passing 100 meters. Ja, ja. Finden wir Lithium? Das ist Salz. Kreaturen. Oh, Alter, aua! Ich brauche Lithium. Quarz haben wir ja genug, aber ich brauche Lithium, Freunde. Alter, wie tief das noch runtergeht. Holy shit. Letztes Mal haben wir Blei gesucht, jetzt besuchen wir Lithium. Jetzt finden wir Blei. Ist natürlich auch ganz toll. Ich habe auch noch nicht so ein Gestein gesehen, den ich im Internet nachgelesen habe. So ein Gestein habe ich tatsächlich noch nicht entdeckt. Was ist das denn da? Das ist ein Salzvorkommen, ne? Holy shit. Spezialausrüstung erforderlich. Okay. Oha. Oh fuck. Oh fuck, es sind noch 50 Meter. Aber dürfte gehen. Kriegen wir hin. Gut. Lithium, 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 Lithium. Wo finden wir Lithium? Okay. Nicht, dass wir hier noch die Titanic entdecken unter Wasser. Wer weiß schon, was hier alles noch ist. Da schwimme ich mal rein. Da ist auch eine Luftblasen-Dings-Bums-Bums-Dings. Keine Ahnung. Da ist wieder ein Ei. Ich weiß nicht, was wir mit den Eiern machen können. Vielleicht sollten wir die mal mitnehmen. Gibst du mir ein bisschen Sauerstoff? Noch ein bisschen? Da konnte ich gerade was mitnehmen. Dankeschön. Diese abgespacede Musik wieder. Aber immer noch kein Lithium gefunden. Blei, ja, toll. Ich brauche kein Blei mehr, ich habe alles.
Gold. Kupfer. Toll, wir finden alles, nur nicht das, was wir brauchen. Puh. Signalbojenfragment, hier waren wir schon mal. Habe ich das schon gescannt alles? Glaub nicht, ne? Oh, warte mal. Glubschi. Komm her. Wenn ich mal wieder Hunger habe. Oh ja, okay. Wir sollten bei den Fragmenten auf jeden Fall Ausschau halten. Also bei den Abschnittstellen. Dass wir da mehr scannen. Gravitationsfalle. Nice. Was auch immer das sein mag. Glubschi. Na toll, Titan. Inventar ist voll. Ja, großartig. Und kein Lithium gefunden. Toll. Das, ja. Das... ganz großartig. Blub. Verdammt, das ärgert mich. Lithium muss doch irgendwo hier geben. Diese Geräusche. Die sehen ja witzig aus. Aber ich frage mich, was man mit den Eiern machen kann. Die müssen ja auch einen Grund haben. Also jede Ressource hat ja hier einen Grund und einen Sinn im Spiel. Das ist ja bei anderen Survival Games ja genauso. Alter, ernsthaft? Hau ab! Haha, ausgetrickst. Kann ich irgendwas fallen lassen? Komm, Kupfererz. Ich nehme das Ei jetzt einfach mal mit. Ich meine, wir haben noch eins zu Hause, aber ich würde es trotzdem mal einmal ausprobieren. Kupfer, Titan, Kupfer. Ich finde verdammt nochmal kein Lithium. Der trifft uns. Ja. Okay, unsere Base ist da. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Glubschi. Ich hätte dich gern mitgenommen, aber mein Inventar ist leider voll. Tut mir leid. Ah, wie schön. Das ist ein echt schönes Spiel. Es gibt es ja sowohl auch für die Konsolen als auch für den PC. Ich spiele es ja am PC. Bei Epic war es ja tatsächlich mal kostenlos drin. Für PC, deswegen spiele ich es jetzt hier am PC. Und für die Konsolen gab es, glaube ich, für die Konsolen, glaube ich, auch mal kostenlos. Was ist das denn da? Auch ein Ei, ne? Okay. Ich glaube, für die Konsolen gab es das, glaube ich, auch mal kostenlos. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder hatte ich mir das mal gekauft? Weil ich weiß, dass ich es für die Konsole auch habe. So. Wir kommen unserer Base immer näher. Das ist sehr schön. Problem ist nur, dass unsere Base gerade, ja, im Wasser schwimmt. Und wir immer noch kein Lithium haben. Ich muss mal zwischen den Folgen mich noch mal ein bisschen schlau machen und lesen, wo das alles ist. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja... Ja, Flüssigkeitsaufnahme. Das ist richtig. Wird trotzdem erstmal gekochte Nahrung machen. Mit Glubschi und mit dem hier. Wasser können wir auch nochmal herstellen. So, pass auf. Dann... Essen, essen, essen. Trinken. Trinken. Ich glaube, einmal trinken haben wir, glaube ich, hier noch drin, ne? Oder?
Und trinken. Okay, pass auf. Gestein. Wir haben so viel Kupfer gesammelt, ne? Und Blei, das ist abartig, was wir halt alles an... Oh Gott. Wir brauchen noch einen Spind. Wir brauchen definitiv noch einen Spind. Ich würde mal direkt mal einen bauen. Wenn ich das kann, hier unter Wasser. Anscheinend ja. Ah, jetzt kann ich auf die Scheibe nicht mehr bauen. Okay. Kann ich noch einen bauen? Einfach mal spontan sein und direkt noch einen bauen. Dann mache ich hier nochmal Gestein. Und hier auch nochmal Gestein. Wir haben so viele Ressourcen. So, es kommt alles da rein. So, Technik. Machen wir die Batterien oder die Energiezellen rein. Und das Ei würde ich gleich erstmal gucken, was wir damit machen können. Kreislauf-Tauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen. Absorbiert CO2. Geil. Gravitationsfalle. Verwendet künstliche Schwerkraft und um leichte Objekte und kleine Tiere anzuziehen. Das ist ja nice. Okay. Sehr, sehr spannend. Was wollte ich gesagt haben? Ja, Lithium. Ich würde sagen, das muss ich in der nächsten Folge mal gucken, wo wir Lithium herbekommen. Da würde ich mich, glaube ich, nochmal schlau machen und dann, ja, sehen wir uns wieder mit unserer überfluteten Base. Die werden wir mal gucken, vielleicht in der nächsten Folge irgendwie hinkriegen, vielleicht auch in der nächsten erst. Ja, dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt, Subnautica. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.